Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schau ins Land Reisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Ladies and Gentlemen, I'd like you to know we are the Uari and Posse. Hope you will enjoy the show. Come and enter the rude boy train to Zion. Die Vizemeister haben geladen und Tausende sind der Einladung gefolgt. Sommerkino 2014, Schauplatz eines ganz besonderen Spektakels. Während die Band Los Placebos Gas gibt, nutzen zahlreiche MSV-Anhänger die letzte Aufführung des Filmes Meidericher Vizemeister, um Autogramme der Erfolgsspieler aus der Saison 63-64 zu ergattern. Legenden sind es, die sich heute hier die Ehre geben. Ein letztes Mal von Anfang bis Westende Meidericher Vizemeister. Die Macher können es immer noch nicht so ganz glauben. Trauer und Freude liegen heute nah beieinander. Auf jeden Fall Erleichterung, ich sag mal, nach der ganzen Arbeit, die wir jetzt in den letzten Wochen auch hatten. Das war jetzt nicht damit getan, wirklich die DVD rauszubringen. Also die Planung hier vom Sommerkino, das war schon eine ganz andere Hausnummer als damals die Filmpremiere im Filmforum am Dellplatz. Und das ist einfach Wahnsinn, wenn man jetzt hier sieht, wie viele Leute hier sind. Und wir haben ja eine Autogrammstunde geplant. Mittlerweile sind es fast zwei geworden. Und ja, mal gucken, ob der Film überhaupt pünktlich anfangen kann heute. Der heutige Abend bietet aber nicht nur Gelegenheit, Autogramme abzustauben, sondern auch ins Gespräch zu kommen. In gemütlicher Atmosphäre plaudern hier Fans mit Spielern, Funktionäre mit Trainern. Es ist eine Leidenschaft, ein Film, ein Verein, der die Menschen zusammenbringt. Ja, das merken wir bei jedem Heimspiel, beim Dauerkartenverkauf. Der MSV hat die Kraft, Menschen zusammenzuführen. Der MSV bietet jedes zweite Wochenende Heimspiele, wo man zusammenstehen darf. Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir hier zu erfüllen haben. Ist auch eine Verantwortung, gar keine Frage. Und so ein Film wie heute und so ein Event stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und da freuen wir uns sehr drüber. Der Film ist eine Erfolgsgeschichte, nicht nur inhaltlich, sondern auch als Produkt selbst. Denn nach der Premiere Ende März sollte eigentlich Schluss sein. Aber da hatten Matthias Knorr, Christian Lüttjens und Michael Wildberg nicht mit den MSV-Fans gerechnet. Zahlreiche ausverkaufte Vorstellungen im Filmforum und ein Andrang auf die DVDs, den so keiner erwartet hätte. Überhaupt nicht. Also nicht in dem Ausmaß, wie es im Endeffekt jetzt passiert ist. Wir hatten geplant, erst 500, 700 DVDs machen zu lassen. Im Endeffekt haben wir gesagt, komm, wir versuchen es, 1000 Stück. Nach anderthalb Tagen waren die weg. Die nächsten 1000 waren nach drei Tagen weg. Dann hat es jetzt ein paar Wochen gedauert, bis die nächsten 1000 weg waren. Und jetzt sind wir ungefähr bei 3400, 3500 Verkauften. Ja, das ist unglaublich. Von Anfang bis Westende. Eine Geschichte, die mit der letzten Aufführung an diesem Abend noch lange nicht beendet ist.
Fast schon im Sonnenuntergang trainieren die Zebras an der Westender Straße. Der Grund für die späte Einheit, die Profis sollen sich an die Bedingungen von Freitag gewöhnen. Dann trifft der MSV um 20 Uhr in der heimischen Arena auf den 1. FC Nürnberg. Pokalspiel ist angesagt. Das Team bereitet sich vor auf eine hitzige Begegnung. Das ist am Freitag sicherlich nicht so ein Alltag-Ligaspiel. Ich glaube, dass es emotional ein bisschen höher eingestuft wird. Und ja, und Pokalspiele haben sowieso einen eigenen Prozess, auch vom Spielverlauf her. Und wir sind motiviert, engagiert und versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch Neuzugang Thomas Meissner will den 18.000 erwarteten Fans etwas bieten. Dass die Fankulisse in Duisburg derart solidarisch ist, sieht er als klaren Vorteil für das eigene Team. Ja, ich glaube, mit der Kulisse im Rücken wird es richtig schwer für den Club, uns zu schlagen zu Hause. Wir werden auf jeden Fall alles geben und ja, ein bisschen unsere Chance vielleicht nutzen, wenn wir die bekommen. Chancen davon gab es auch im letzten Spiel einige. Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.